So, also, Trainergespräch nach dem Handball-Bayernliga-Auftakt Haspo Bayreuth gegen DJK Rimpa. Ich begrüße bei mir die Gäste, Trainer Stefan Schmidt und Sebastian Krause, natürlich die beiden Haspo-Coaches, Marc Brückner und Michael Werner. Gratulation euch zum Sieg, aber natürlich die erste Einschätzung geht an die Gäste. Guten Abend erstmal, Glückwunsch zum Sieg. Bei uns war es eine große Ungewissheit. Wir sind heute hierher gefahren, haben zwar gewusst, was uns erwartet, aber wussten nicht so richtig, was wir abrufen können. Ja, wir sind neu, wir konnten es nicht so richtig einschätzen. Uns hat jetzt kurzfristig nochmal ein ganz wichtiger Spieler, hat sich nochmal verletzt. Deswegen waren wir gerade mit dem Anfang und mit der Einstellung der Mannschaft sehr zufrieden. Ich glaube, es war relativ lang 18-15 gestanden. Da verwerfen wir 2-7 Meter in Konter und so weiter. Wenn wir da vielleicht rankommen, ich glaube, dann wackeln sie vielleicht nochmal. Ansonsten war es vom Engagement ein guter Auftritt, aber es hat uns auch gezeigt, dass wir noch ganz, ganz viele Baustellen haben. Und an die geht es jetzt ran. Winnie, deine Einschätzung zum Spiel? Ich glaube auch, dieser Moment 18-15 war entscheidend. Dann gehen wir 4 vor und die verkürzen nicht. Ich glaube, das war so ein bisschen der Knackpunkt im Spiel, dann, der das Ganze auf eure Seite gezogen hat. Ja, ich kann dir jetzt den Moment sagen, aber ich hatte insgesamt ein gutes Gefühl. Wir haben uns ein bisschen schwer getan zu Beginn jeder Halbzeit. Die normale Nervosität bei so einem ersten Saisonspiel ist vollkommen klar. Und von dem her gesehen, denke ich, das Entscheidende für uns war heute, dass wir einfach 60 Minuten dran glauben, dass wir 60 Minuten unseren Job machen, den Arsch aufreißen und die Jungs haben sich's verdient. Kann man keinem Vorwurf machen, ganz im Gegenteil. Sie haben sich belohnt für die harte Vorbereitung, die wir hatten und haben das gut kompensiert, trotz dass wir ja auch noch auf einige verzichten müssen, aber die kommen und deswegen alles gut. Das sind immer ganz beliebte Zitate vor dem ersten Saisonspiel, dass man nicht weiß, wo man steht. Obwohl die Saison beginnt, weiß man es nicht, trotz Testspielen. Und so war es ein bisschen, schätze ich, bei euch auch heute. Er hat schon angesprochen. Ja, genau so war es bei uns. Wir hatten vor der Saison einen größeren Umbruch. Wir haben viele Jugendspieler dazu bekommen aus der A-Jugend. Insgesamt eine sehr, sehr junge Mannschaft mit dem Felix Kahle und mit dem Nico Kressel 2 sehr wichtige Spieler verloren. Was aber auch ganz normal ist, Felix Kahle ist immer froh, dass er es in die erste Mannschaft geschafft hat. Das ist auch unser Anspruch, dass wir aus der zweiten Mannschaft welche nach oben bringen. Von daher wussten wir wirklich nicht, was uns erwartet. Aber nochmal, die Jungs haben mit sehr viel Leidenschaft, mit sehr viel Engagement gespielt. Und deswegen können wir denen keinen Vorwurf machen. Den einzigen Vorwurf, den wir uns vielleicht dann machen könnten, ist, dass wir zu spät den 7. Feldspieler gebracht haben. Aber ansonsten können wir zufrieden sein. Marc, Frage an dich. Habe ich das Gefühl, im Vergleich zur letzten Saison, das Tempo ist schneller geworden? Ich weiß nicht, inwiefern das ein Spiel jetzt markant ist, aber ich habe so das Gefühl, das hat sich weiterentwickelt. Nicht nur bei uns, war ein schnelleres Spiel als viele Spiele letztes Jahr. Stimmt mein Eindruck? Stimmt er nicht? Also das liegt zum einen wahrscheinlich daran, weil wir jetzt 3 Monate kein Handball gesehen haben. Aber das Entscheidende ist, der Trainer hat es ja gerade gesagt, sie haben auch eine sehr junge Mannschaft. Und die Jungen können viel laufen, die sind es von der A-Jugend gewohnt. Rimpa hat auch Jugendbundesliga gespielt. Die wissen, wie man Tempo spielt und deswegen läuft das Spiel auch so schnell. Dass es trotzdem so mit niedrigen Toren ausgefallen ist, lag an der sehr guten Abwehr von Rimpa. Der hat es gut gemacht, unsere Jungs waren hervorragend. Aber das Spiel war wirklich sehr schön anzuschauen und schnell. Eine Frage noch an beide, wird gleich sein an euch und könnt euch überlegen, wer antworten möchte, bei euch auch. Wir hatten im Frühjahr die Handball-WM, ihr seid Profi-Standort, da ist ein bisschen noch mehr Publikumszuspruch da sicher. Aber was glaubt ihr, hat der Handball einen Schub gekriegt in diesem Jahr, wovon auch bis zur Bayernliga runter profitieren kann? Wer möchte antworten? Ja, vor allem für mich schwer zu beantworten, weil oder wir in Rimpa, ich glaube ähnlich wie in Bayreuth, eh in so einer Handballblase leben. Bei uns ist schon der Handballhype die letzten 10 Jahre eigentlich. Deswegen kann ich das ganz schwer einschätzen. Ich glaube, durch die Professionalisierung, auch mit der Übertragung im Fernsehen, hat schon nochmal einen Schub bekommen und einen Bekanntheitsgrad. Ja, ich denke, die beste Werbung sind aber, muss ich jetzt mal Lob ansprechen, so Standorte wie hier. Ich habe es vorhin schon gesagt, wenn man hierher kommt, da weiß man, hier wird Handball gelebt, da wird man vor der Halle begrüßt. Und das macht Spaß und ist eine schöne Stimmung. Und ich glaube, solche Vereine wie Bayreuth, wie auch Rimpa, bringen den Handball dann auch nach vorne. Ich füge bei euch noch hinzu,
ist ja nicht so leicht. Wir haben hier große Konkurrenz mit Bundesliga-Basketball, Altstadt-Traditionsverein, Eishockey kommt dazu. Wie kann sich bei uns der Handball positionieren? Und habt ihr den Eindruck, dass hier so ein, ja, so eine gewisse, nach der WM auch, so ein gewisser Drive entstanden ist? Also erstens, ich weiß nicht, ob das an der WM liegt. Jeder, der hier in die Halle kommt und sieht, was hier für ein Sport geboten wird, glaube ich, kommt wieder, weil es ist ehrlicher Sport. Andere Sportarten weiß ich nicht, möchte ich nicht schlecht machen, aber ich denke, das, was wir heute hier gesehen haben, ist gerade für den bayerischen Handball einfach super. Es sind zwei sehr junge Mannschaften, die wollen lernen, die wollen dazulernen und ich denke, dass wir davon auf jeden Fall profitieren. Natürlich sind da relativ viele Kampagnen und so immer am Start, aber das, was eigentlich in der Halle passiert ist, wir müssen möglichst viele Kinder davon überzeugen, dass die beste Sportart der Welt ist. Und wenn uns das gelingt, dann ist es super. Ich glaube, dass Bayreuth das sehr gut macht. Ich glaube, dass Rimpa das sehr gut macht. Und ich persönlich freue mich, dass so geile Jungs wie die zwei, die wirklich auch für mich richtig, richtig geile Handballer sind, jetzt hier in der Bayernliga Trainer sind, wir wissen an die Jungs weitergeben. Da glaube ich, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Applaus für alle Trainer. Danke fürs Hiersein auf jeden Fall nochmal. Tolle Saison wünsche ich euch, auch wenn jetzt der Auftakt nicht so gut geklappt hat. Aber heute waren wir halt die Besseren. Beim nächsten Mal seid ihr es vielleicht. Also gute Heimfahrt, danke fürs Hiersein. Applaus nochmal für die Jungs und guten Saison allen. Danke.